Hallo und herzlich willkommen zu Pur de Plaisir. Heute machen wir nochmal ein fermentiertes Gemüse, und zwar Chinakohl und ein gemischtes Gemüse. Viel Spaß dabei. So, wir brauchen erstmal unseren Chinakohl, dann Karotten, Knoblauch, Ingwer, Chili und grobes Meersalz, unbehandeltes Meersalz am besten. Dann brauchen wir noch ein Glas, wo wir es reinmachen. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, eine Reibe wäre noch ganz praktisch, muss aber nicht sein. So, wir fangen an und waschen unseren Chinakohl. Das geht hier im Prinzip in Richtung Kimchi, was wir hier machen. Ist nicht genau das gleiche, aber vom Prozess her, die Fermentation, das ist eine Milchsäuregärung, ist genau das gleiche wie bei Kimchi. Und die Zutaten sind ähnlich. Kimchi ist ein kleines bisschen aufwendiger, aber dieser Chinakohl schmeckt auch super lecker. So, nachdem wir den gut gewaschen haben, jedes einzelne Blatt, halbiere ich den und schneide ihn in kleine Stücke. Beim Kimchi lässt man die Blätter zum Beispiel meistens einfach ganz. So, hier im Schnelldurchlauf alles geschnitten. Dann wiegen wir das. Das Rezept findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Ich nehme pro Kilogramm Gemüse 20 Gramm Salz. So, hier für ein Glas. Ich habe hier ein 1,5 Liter Glas mit Bügelverschluss. Die würde ich hierfür auch empfehlen, weil bei der Gärung entstehen natürlich Gase. Das ist eine Milchsäuregärung, dabei entsteht auch CO2. Das heißt, auf den Gläsern entsteht ein Druck. Und der Vorteil dieser Bügelverschlussgläser ist eben der, dass Überdruck entweichen kann. Das heißt, ihr lauft nicht Gefahr, dass die Gläser platzen. So, dann wiegen wir das Salz ab. Ich habe hier 1,2 Kilogramm Gemüse, das heißt, ich nehme hier 24 Gramm Salz. Das verteile ich dann über dem Chinakohl. Also nehmt auf keinen Fall Schraubgläser, die luftdicht verschließen, weil die werden euch wahrscheinlich platzen, wenn ihr sie nicht regelmäßig öffnet. So, dann mache ich hier noch ein bisschen Karotte ran. Man kann da natürlich kreativ sein, man könnte jetzt jede Paprika mit dazu machen. Ich finde, Karotte passt am besten. Ich will es einfach halten. Dann ein bisschen Ingwer. Kann man ganz praktisch mit dem Löffel die Haut abschaben. Dann Knoblauch natürlich. Da könnt ihr je nach Geschmack mehr oder weniger reintun. Ich schneide ihn hier rein. Ihr könnt ihn aber auch reinreiben. Wenn ihr den reinschneidet, habt ihr den Vorteil, dass jemand, der den nicht unbedingt mitessen will, kann ihn dann rauslesen. So, den Keim mache ich noch raus. Dann wichtig, in der Küche immer schön sauber machen. So, jetzt schneide ich ihn in dünne Scheiben. Ihr könntet ihn auch im Ganzen reinmachen. Dauert dann halt länger, bis er fermentiert ist, also bis er weich wird. So, der kommt gleich mit zu meinem Chinakohl. Ich finde diesen Chinakohl manchmal zum Frühstück übrigens auch sehr lecker, wenn man keine Lust mehr hat auf Brot oder ähnliches oder Müsli. Ein bisschen gedämpfter Reis mit diesem Chinakohl ist super lecker und hält wirklich lange an. So, die Karotten schneide ich in dünne Scheiben auf. So ein Hobel ist dabei sehr hilfreich. Und dann schneide ich sie in ganz feine Streifen. Ja, wenn ihr mit dem Messer noch nicht so fit seid, ist es nicht tragisch, wenn sie ein bisschen gröber sind. Vom Essgefühl her finde ich schön, wenn sie wirklich fein sind. So, den Ingwer reiben wir rein. Ingwer könnte man auch in Scheiben wieder mit reintun. Aber da Ingwer sehr grobfaserig ist, dauert er sehr lange, bis er weich wird. Also wenn ich Ingwer in Scheiben fermentiere, nach 4 Wochen ungefähr ist er dann auch weich. So, jetzt habe ich hier noch 2 Chilischoten im Ganzen mit reingetan. Wie gesagt, ihr könnt hier ganz flexibel sein. Wenn ihr es wirklich scharf möchtet, macht noch kleingeschnittene Chili oder Chili-Pulver mit rein. So, und das Ganze kneten wir durch.
Dabei brechen die Zellen auf, ja? Man hört es schon schön knacken. Das heißt, die Zellwände brechen auf und Flüssigkeit, Zellflüssigkeit läuft raus. Das heißt, bei diesem Chinakohl brauchen wir keine extra Flüssigkeit. Wir nehmen wirklich nur den Zellsaft, der austritt. Hier sieht man schon, nach ein, zwei Minuten Kneten tropft da schon der Saft aus dem Gemüse. Und das ist genau das, was nachher diese Milchsäurebakterien fermentieren werden. Ich zeige euch nachher noch ein anderes Gemüse mit Karotten und Kohlrabi. Die schneiden wir nicht so fein, das heißt, da tritt kein Gemüse oder Zellsaft aus. Das heißt, da müssen wir dann mit einer Salzlake arbeiten. So, die Gläser habe ich vorher wirklich sauber ausgewaschen, am besten mit kochendem Wasser mal ausspülen. Und dann lasst ihr dann abkühlen, bevor ihr euer Gemüse reinmacht. Ich finde hier diese 1,5 Liter Gläser wirklich sehr praktisch, weil ihr auch ein bisschen was reinbekommt. Ich habe jetzt hier für so ein 1,5 Liter Glas 1,2 Kilogramm Kohl. Passt genau, damit kriege ich das genau voll bis oben hin. Jetzt möchte ich schön reinpressen. Je weniger Luft ihr da drin habt, umso besser. Und jetzt seht ihr auch hier, wie dieser Zellsaft schon das Gemüse bedeckt. Also das wird immer mehr. Das Salz entzieht immer mehr Flüssigkeit. Und in dieser Flüssigkeit ist dann die Nahrung nachher für unsere Bakterien. Ist übrigens eine super gesunde Sache auch. Also wenn ihr das roh verzehrt, habt ihr die ganzen Milchsäurebakterien, also probiotischer als das Nahrungsmittel, geht es gar nicht mehr. Es entstehen bei dieser Gärung auch sehr viele oder Fermentation sehr viele neue Nährstoffe. Das heißt, das Produkt ist eigentlich danach deutlich gesünder, als es vorher war. Gerade jetzt für den Winter ist fermentiertes Gemüse wirklich eine geniale Sache. Früher hat man das viel häufiger gemacht, weil es einfach eine ganz einfache Art war, Lebensmittel haltbar zu machen. Gerade in unserer heutigen Zeit, finde ich, ist es wieder eine schöne Sache, statt alles immer wegzuschmeißen, weil wir schmeißen wirklich sehr viel weg, kann man einfach so ein Gemüse, was man nicht braucht oder momentan eben nicht benutzt, auch einfach haltbar machen. So, den restlichen Saft auch auf jeden Fall mit reinschütten. Es wäre jetzt clever gewesen, ein Blatt aufzuheben, was man oben drauf legen kann, damit man wirklich das Gemüse alles unter die Lake drückt. Das habe ich in dem Fall leider jetzt vergessen. Ist aber auch nicht tragisch, weil nachher bei der Gärung oder Fermentation entsteht CO2. Und CO2 ist schwerer als Luft. Das heißt, solange ihr das Glas nicht aufmacht, habt ihr eine kleine Schicht CO2 über dem Gemüse und diese Schicht schützt das quasi, schirmt es vor Sauerstoff ab. Das heißt, eigentlich kann da nichts passieren. So, das Gemüse drücken wir jetzt hier aber trotzdem schön unter die Flüssigkeit. Den Rand machen wir ein bisschen sauber. Ich mache jetzt hier wieder so eine Tasse rein. Die ist dafür da, dass das Gemüse wirklich unter die Lake gedrückt wird. Deckel drauf. So, und jetzt 5 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen und dann kannst du in den Kühlschrank oder Keller. Jetzt mache ich noch ein anderes Gemüse. Dafür nehme ich eine Salzlake. Das heißt, ich nehme hier auf 1 Kilogramm oder 1 Liter Wasser 20 Gramm Salz. Das löse ich erstmal mit einem kleinen bisschen heißem Wasser auf, löst sich einfach besser. Und dann mache ich kaltes Wasser drauf. Wichtig ist, dass die Flüssigkeit nicht heiß ist nachher, wenn ihr die aufs Gemüse schüttet. So, und jetzt habe ich hier so ein grob geschnittenes Gemüse, Kohlrabi zum Beispiel, Karotten, Chili, Ingwer, Knoblauch, ein bisschen Lorbeer könnt ihr mit rein, Brokkoli. Das Gemüse geben wir jetzt einfach in ein Glas rein. Das Schöne ist an dieser Art von Gemüse, es geht sehr viel schneller. Es ist unkompliziert, ihr müsst es wirklich nur grob schneiden. Es eignet sich eigentlich jede Art von festem Gemüse. Zucchini beispielsweise würde ich nicht unbedingt nehmen. Und so könnt ihr Gemüse, was ihr wahrscheinlich die nächsten Tage nicht mehr braucht, auf einfache Art und Weise konservieren und müsst eigentlich nichts mehr wegschmeißen. Wenn das Gemüse allerdings im Kühlschrank schon vertrocknet und angeschimmelt ist, solltet ihr es vielleicht nicht mehr nehmen. So, mit der Lake auffüllen. Auch hier dann wieder
so ein kleines Schüsselchen oder was ähnliches drauf und einfach wegstellen. Etwa 5 Tage dauert das, bis die Gärung vorbei ist, je nach Temperatur mehr oder weniger. Dann könntet ihr es schon essen, aber nach 2 bis 3 Wochen wird es eigentlich erst richtig lecker. Halten tut sich das wirklich sehr, sehr lange. Ist wirklich eine super Sache. Ich mache es sehr, sehr gerne und esse es auch sehr gerne. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Kanal. Schaut auch mal auf Facebook vorbei. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Ciao, ciao.